Wir machen weiter. So, und weiter geht's. Zurück zum Geschehen. Irgendwie fühle ich mich gar nicht mehr so beobachtet. Alles weg. Ja. Ah, da fällt mir gleich das nächste ein. Was ganz lustig ist. Nee, lustig war das ja gar nicht. Also das kam zum Beispiel gestern in Nachrichten. Vielleicht hast du ja was von gehört oder gesehen. Also lustig war es nicht. Es gab Verletzte. Oh, das ist nicht gut. In Polen! In Polen! In Polen! Da hast du das gesehen mit dem Sportwagen? Nee. Da ist ein Sportwagen, da haben sie ein Sportwagen-Treffen gehabt. Aha. Und da ist ein Sportwagen mit 800 PS in die Menschenmenge gerast. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, sag ich dir. War nicht so schön, die sind geflogen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, nee, aber keine Toten. Nur Verletzte. Also in Anführungsstrichen nur Verletzte. Natürlich ist das, ja, Tote wären ja viel schlimmer gewesen. Ja, der ist so losgefahren, auf der geraden Strecke wie immer, ne? Mhm. Ist halt wieder losgefahren, Vollgas gegeben, wollte zeigen, wie dick sein Motor ist, der vorne drin ist. Und wie lang sein Spoiler hinten auf dem Kotflügel. Und hat dann Vollgas gegeben, ja, und da ist natürlich das Heck ausgebrochen und er konnte sich mal abfangen durch die Absperrung in die Menschenmenge rein. Krass. Ja, war dann auf Gras, hat er dann gestanden, das stimmt, ja. Hast es ja doch gesehen. Klar. So, nee, aber ist ja, ist unschön, aber ja, in Polen halt, ne. Also soll jetzt nichts heißen, da war halt das Sportwagentreffen, so. Kann ja auch nichts dafür, dass das in Polen war. So, nee, naja. So, 17 Verletzte halt und glaube ich 17 waren es. Und naja, ansonsten ist jetzt keiner groß weiter zu Schaden gekommen. Das Auto ist halt kaputt, ne? Was war es für ein Auto? Boah, ich habe keine Ahnung. Es war ein gelbes. Es war ein gelbes und ich müsste jetzt erraten, weil ich habe es nicht mehr so richtig in Erinnerung. Es war zwar schon, also es ist ja auch lang her. Gestern. Und ich würde sagen, es war ein McLaren. Ha. Dieser okay. Kennst du diesen F1? Ja, ja. Ich weiß nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, so war es gewesen. So ein Teil war das irgendwie. Da. Hm. Heilige Bimbutius. Ja. Aber wo wir beim letzten Part so schön bei der Sia waren, wir kürzen es einfach mal ab, wir sagen es mal lieber nicht mehr zu laut, sonst müssen wir wieder flüstern. Bei der Sia waren. Könnte ja auch eine weibliche Person sein oder so. Hast du das jetzt hier mit diesem Snowden gehört? Mit diesem was? Snowden heißt der. Snowden. Snowden, Snowden. Sagt mir was. Snowden. Snowden. Warte mal, vielleicht, wenn ich es anders sage. Snowden. Snowden. Der Lisbeth wird erstochen. Gemetzel. Das gibt ein Gemetzel. So. Nee, Snowden. Das ist der hier diese ganzen Geheimdokumente da hat. Und hier abgehauen ist, der hier auf der Flucht ist. Der in Moskau zurzeit, glaube ich, sich auf diesen Flughafen da aufhält, wenn er denn da noch ist, das weiß ich ja nicht. Aber jetzt in verschiedenen Ländern um Asyl gebeten hat. Weißt du, weil den suchen die. Die wollen den haben, weil angeblich hat er irgendwelche. Och, Scheiße. Stecker nicht gezogen. Mann. Geht mir auf den Sack, ey. Ach, Scheiße. Telefon, das hat heute schon mal geklingelt, wo ich aufgenommen habe. Das kann doch nicht wahr sein. Ich flipp aus, leck mich doch. Ich tu einfach dran gehen, wieder auflegen, okay? So. Was wollte ich noch sagen? Auf jeden Fall. Ja, Snowden, das ist der, ja, der soll irgendwelche Unterlagen haben. Warum ist denn das so fucking nebelig? Ich mach mal die Zeit hoch. Das soll Unterlagen haben, dass welche alle verdeckten Agenten von der CIA, von Amerika, ja. Auf der Welt, wo die sich, wer das ist, halt die Namen und so. Aha. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Das ist ja schon irgendwo komisch. Ein Mann kommt in die Griffel
Von allen Dokumenten. Tja. Von allen da, das wäre ja schon hart, oder? Das wäre schon hart, ja. Aber keine Ahnung, ich weiß es jetzt auch nicht so genau. Ich habe das nämlich gar nicht verfolgt, weil das ist ein Thema, was mich überhaupt nicht interessiert. Nein? Nein. Gar nicht. Null. Nicht mal annähernd. Hm. So. Aber, ach ja, aber was ich sagen wollte ist, der hat ja unter anderem um Asyl in Deutschland gebeten, ne? Mhm. Ja. Fiese Zungen könnten behaupten, den nehmen wir eh. Nee, aber das wäre schon, ja, das wäre auf jeden Fall nicht so gut, ne? Wahrscheinlich. Mal hier ein Staatsfeind Nummer 1 von Amerika. Ich weiß es jetzt nicht, ob er das ist, aber ich könnte es mir fast vorstellen bei so einer Aktion. Sag mal, wenn noch nicht gegrubert ist, kann ich ja trotzdem denken, ja, ne? Na klar. Okay. Schon wieder alles abgeerntet hier, ey. Können wir mal eine Sämaschine noch starten? So, warte mal. Ich wollte mal hier versuchen. Oh Mann, ey. Geht mir auf den Kranz. Jetzt mal fährt er hier meine Linie. Der Arsch. So. Arschwenkel. So, warte mal, hier so. Zack, ich habe immer noch Hunger. Muss mal was essen. Das wäre jetzt dreist, in das Mikro zu schmatzen. Ah, ich habe echt Hunger. So, Rampoulage. Hey! Hungry, I'm hungry. Du bist Ungar? Ja. I'm hungry. Ich bin Ungar. So, zusammenklappen hier, kommt zackig, zackig. Mach mal ein bisschen Latte. So. Wieso kommt denn eigentlich auch keine große Nachfrage? Es ist doch zum Kotzen. Weil das halt so ist. Aus Hacke später wird Kacke später. Ja. So. Ich wollte ja auch mal noch einreisen, ne? Heute so. Jung, spar mal Batterie. Hat er nicht verstanden. Nee. Dein Licht ist an. Immer noch. Taste 5. Auf dem Numpad. Traktor anwählen. David, schaust bis hierher, wie du auf deiner Tastatur rumhämmerst. Ja. So, na los, ey, mach mal Helfer, mach dir mal ein bisschen Balletti, dass ich die Zeit hier hochnehmen kann, dass wir hier eventuell mal eine Nachfrage reinkriegen. So. Und nicht anders. So, warte mal, was machen wir denn? Ich weiß nicht, ey, wir müssen uns auch langsam mal einen Plan machen, weil unsere Lager füllen und füllen und füllen sich ja immer weiter. Gell? Das kann man jetzt auch nicht abstreiten. Ach, Gerste haben wir jetzt deswegen nochmal gemacht. Warum haben wir jetzt nochmal Gerste gemacht? Na gut. Nachfragen haben wir zurzeit gar keine. Das ist aber auch ein bisschen heftig. Ja, unsere Lager füllen und füllen sich weiter. Was machen wir denn, wenn wir denn die große Nachfrage für Raps kriegen? Das ist ja auch noch so ein ungeklärtes Rätsel, nicht? Na, Mähdrescher kaufen. Sieht aber auch fett aus. Feld kaufen. Ja, es ist ja jetzt die große Frage. Kauft man ein Feld? Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Feld oder, naja, gut, in die BGA, das wäre, Ich meine, es wurde ja auch gewünscht, dass wir Tiere machen. Ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, der Wunsch. Aber man muss ja dazu sagen,
Da braucht man ein bisschen Geld, ne? Weil es ist ja nicht so, man kauft sich 10 Kühe und die produzieren so viel Milch, dass man gleich ausgesorgt hat. Nö. Sind erstmal 20 an 1000 weg. Und ja, dann ist erstmal Kakadu. 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 Ist erstmal Kakadu. So. Naja, müssen wir einfach mal schauen, ne, was wir dann machen. Ich guck mal. Wie viele Monetos haben wir jetzt? 73. Ja, nicht. Nee. Da haben wir aber auch noch einen Credit. Wieso haben wir noch. Moment. Ich denke, das ist ausgelöst. Ja, bei der Bank auf Hagenstedt. Jungs, spar Sprit. So, warte mal. Wir haben ja hier zweimal Kredit, sehe ich gerade. Ah, wir können noch ein. Wie viel sind 5% von 100.000? 5.000, ich weiß nicht. Wir könnten natürlich auch. Nee, das bringt nichts. Das bringt nichts. Nein, Mann. Scheiße. Kredit aktiv seid zum. Ach so. Ich bin doof. Moment. Kreditdaten, Daten ihrer Kreditaufnahme. Na gut, okay. Ja. Okay. So, ja, müssen wir halt eben mal gucken, ne? Was willst denn du jetzt? So, Moment. Okay, naja, dann müssen wir eben mal schauen, was wir. Oh, ich habe hier ein Schild vom Kopf, ne? Das war jetzt ein Brett. Field 1. So, ist der jetzt mal fertig hier? Ah, letzte Bahn. Nee, vorletzte. Vorletzte Bahn. Komm, Jung, fahr zu. Ach, Mann. So, ja. Naja, gut. Einmal muss er noch, wa? Ist doch gut. Zeit hoch. Da fährt nur 43 hier. Aber was schön ist, da beschleunigt ziemlich gut durch. So, zack, Bums, 43. Der andere, den du hast, der ist schon ein bisschen schwerfälliger, ne? So mal als kleines Resümee. Ja. Bis der mal in die Potte kommt, das dauert ein Stück. So, warten jetzt. Jetzt stehen wir wieder hier, ey, das ist doch Kacke. Das ist doch Kacke. Was macht man da jetzt, während das hier wächst? Hä? Wir wissen nicht. Wie, du weißt nicht? Gibt's ja nicht. Ey. Warte mal, da muss ich noch kurz mal was gucken. Kartenansicht. Waren wir schon mal in Green Valley? Warte. Ja, warten jetzt. Nee. Komm, wir fahren mal zu Green Valley. Weil das dauert jetzt hier. Ich hoffe mal, ihr seid damit einverstanden, liebe Zuschauer. Aber wir müssen uns jetzt irgendwie die Zeit vertreiben, werden die Felder hier wieder wachsen. Und bevor wir da wie angewurzelt auf einem Punkt stehen und einfach nur sinnlos gucken. Hier geht's nach Green Valley. Fahren wir da einfach mal nach Green Valley. Mal gucken, was es da so Schönes gibt.
Mein Gott, ey, bist du langsam. Kann ich ja hier noch eine Schleife drehen? Hast du mich immer noch nicht eingeholt? Verarsch mich nicht, Digga. Ich verarsch dich nie.